Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu Projekt Astra. Ich habe ein bisschen was umgebaut. Zum einen habe ich ein paar Mechaniken kennengelernt. Wir kennen ja diese Drohnenanforderer. Ich habe jetzt herausgefunden, hier unten kann man sagen, dass man Restbestände aufheben möchte. Das ist beim Eisen, finde ich, ganz wichtig, weil das Eisen wird hier verarbeitet zu Stahl. Also es kommt Eisenmangan rein. Hier kommt Eisen und Kohle rein und das wird zu Stahl. Und da habe ich eben gesagt, lass mir zumindest 500 Eisenbarren übrig. Dann habe ich den Splitter entdeckt. Der ist ganz cool, weil der kann nach links und rechts Items abführen. Hier wird Kohle exportiert. Geht nach links und rechts. Einmal hier rein für Stahl und einmal hier drüben fürs Titanium. Genau, hier lasse ich Steine zerhacken, hier lasse ich Kupfer schmelzen und halt überall einen minimalen Rest. Was ich noch getan habe, ich habe ein bisschen gegrindet. Und zwar habe ich Ressourcenkarten gebaut, um hier dieses Fabrik-Upgrade mir zu kaufen. Das kann ich aber nicht. Also genau, ich muss erstmal die Ressourcen zur Erde schicken, die 85 gewöhnliche, 56 ungewöhnliche und zwei seltene. Zack. Eine gerasselte Steam Achievement. Okay. Und wir können jetzt sagen, möchte Drohnen gern selbst produzieren. Wie wir das machen, finden wir zusammen raus. Und die restlichen Upgrades möchte ich erstmal nicht in die Fabrik stecken, sondern in den Kampf. Und zwar hier oben. 5% mehr Damage für alle Tower. Was ich jetzt nochmal angucken wollen würde, ist, unser Tower macht aktuell 75. Ob es hier drauf 5% sind oder wenn ich alles ausrüste. Das kann ich auch nochmal machen. Also Base Damage sind 27. Wenn wir das jetzt investieren. Hier rein. Dann macht der Gute immer noch 27. What? Gut, das hat jetzt nicht so viel gebracht. Das hier. Immer noch 76. Gut, dann würde ich trotzdem gucken, was es hier noch gibt. Experience of Beacon. 1% mehr Schaden. Diese Hitze, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Crit Chance und Crit Damage, Cold, Elektro, Rotationsgeschwindigkeit. Dieser Upgrade Cost of Old House bei 1%. Das kriege ich aber wahrscheinlich erst hin, wenn ich das hier auf 10 habe, genauso wie hier. Zwei mehr Herzen, das kriege ich sehr wahrscheinlich erst hin. Ich mache eine Stufen Experience. Ja, ich brauche wahrscheinlich hier 10. Dann nehme ich auf jeden Fall noch die Damage mit. Hier, das kann ich nicht upgraden. Nein, noch mehr Damage. Und das war's eigentlich, ne? Könnte noch Critical Hit, kann ich noch mitnehmen. Und ansonsten gilt es, gewöhnliche Ressourcen zu craften ohne Ende. Und noch ein Feature. Also das Spiel ist sowas von tief. Und zwar, wenn wir uns jetzt noch mal den Fertigungsbaum angucken. Wir haben hier die Upgrades, zum Beispiel für den Artillerieturm, für den Kyroturm oder halt für den Gun Tower. Da ist es so, ich habe jetzt langsam herausgefunden, was dieses Modify ist. Diese Ammo Tier 1, die hat hier neben die Chance 2 bis 6, also das rollt immer, jeder Versuch rollt, entweder 2 oder 6 oder irgendwas dazwischen, Schaden zu machen, Piercing hinzuzufügen, Crit-Chance und auch Schussgeschwindigkeit. Aber wenn wir das Ganze modifieren, können wir dann noch andere Sachen hinzufügen. Zum Beispiel, jetzt gehen wir mal ganz in die Tiefe, wir brauchen auf jeden Fall Iron Ingots. Bei den Iron Ingots, ja, gibt es die Standard oder meine gemoddeten.
Das heißt, wenn ich hier Modify drücke, kann ich sagen, okay, Iron Ingot steht auf jeden Fall aus 3 Ore. Das brauchen wir, das sieht man hier oben. Und dann kann ich noch sagen, okay, entweder noch eine Piercing-Fähigkeit, hier steht Piercing, oder ein Damage. Und das heißt, wenn ich hier ein Eisen draus mache, das habe ich hier in dem Fall getan, hat das Eisen schon eine Chance, ein Damage zu machen. Also das ist der Custom Eisen, der hat keine Werte hier drüben. Meiner hat einen Damage. Das heißt, bei unserem hier IMP brauchen wir Eisen, brauchen wir Kupfer, brauchen wir Schießpulver. Kupfer kann ich auch modifizieren. Ich sage, okay, Kupfer Ingots brauchen wir auch immer, also Ohr brauchen wir 3. Da können wir entweder Heat dazu machen, indem wir noch Kohle hinzufügen. Oder genau. Hier das, wie heißt's? Crit. Das ist das eine. Aber dann hat das ganze Zeug auch noch Level. Was daraus resultiert, wenn ich mir jetzt mal diese Waffe angucke, in das Modify gehe. Ich kann hier nur maximal 10 Level vergeben. Außer hier unten. Erhöhe das maximale Niveau, ist noch ein Übersetzungsfehler, heißt das maximale Level. Dann steigt das von 10 eben höher. Wie mache ich das? Dafür brauche ich diese, ja, hier unten schwer zu erkennenden, steht es hier rechts irgendwo? Nee. Man braucht Alien-Augen. Die Alien-Augen wiederum kriege ich Tower Defense. Und zwar ab hier. Ab Saitoris droppen die mit 0,01 Chance. Von denen gar nicht mehr. Bei Ketesat, dem nächsten Ebene, droppen die immerhin schon ein bisschen höher. Mit 0,05% Chance, beziehungsweise mit 0,1% Chance von den Golems. Das Problem an der Geschichte ist, Ketesat packe ich aktuell nicht, ohne hier auf normal zu spielen. Wenn man das macht, gehen die Dropraten aber extrem runter. Also, wenn ich mir das jetzt nochmal angucke, war es eben 0,1, jetzt ist es nur 0,07 und hier ist es nur 0,04. Das heißt, um weiterzukommen, brauche ich hier auf der Weltkarte Upgrades für den Kampf, also mehr Damage. Mehr Schussgeschwindigkeit. Das heißt, wir müssen hier automatisieren von den, ja, von diesen gewöhnlichen Ressourcenpakete. Davon gibt es aktuell, wenn ich mir das hier angucke, Kupfer, Schnittstein, Eisen, Quarzkristall und Sand. Beim Sand, ja, der lässt sich relativ gut farmen. Da farme ich auf der eine Karte immer so um die 2000, das wären 20 Pakete. Kupfer ist der Umtauschkurs besser, aber farme ich auch deutlich weniger. Selbe Spiel bei Schneien und bei Eisen. Das Gute ist nur, auf der ersten Map sammelt man alles, also Kupfer, Schnittstein, Eisen und Quarz. Das heißt, eigentlich müssten wir die ersten zwei Karten grinden ohne Ende und dann eben eine Fabrik hier weiter aufbauen, um diese Pakete zu basteln. Und es läuft eigentlich auch ganz gut, dass ich hier bei der Absenderdrohne gesagt habe, schick mir 7 hin, gar keinen Filter. Also alles wird hier aufs Band gelegt, läuft hier rein und wird quasi direkt instant weggeschickt. So viel dazu. Also das ist, das Spiel hat eine Tiefe und ein Eskalationspotenzial. Wahnsinn. Es ist noch so. Genau, mein Turm habe ich mittlerweile so upgraded, soweit wie ich kam. 142 Skill Points, hauptsächlich ein Damage, ein bisschen was in Crit Chance. Und das finde ich auch ganz gut. Die Schussgeschwindigkeit erhöht sich, je länger er schießt. Das andere müsste ich dann noch hinzufügen. Da hilft das Questlog ganz gut.
An einem Questlog sieht man, wie viele Punkte man wofür bekommt. Feinde töten. Für Beacon Mastery. Was sind Beacons? Auch nochmal kurz erklärt. Wenn wir jetzt Iron farmen, ist dieser ganz gut, weil der droppt 35% Iron, Stone, Copper, Coal, also alles, was wir brauchen. Stone, ne? Für unsere ganz normalen Standardpakete. Und bei diesem Leuchtfeuer haben wir entweder die Möglichkeit, hart, normal oder einfach zu spielen, wo die Drop-Chancen immer höher werden, aber auch des Feindes Leben. Oder wir craften uns selber Beacon. Das machen wir hier oben. Da habe ich momentan Iron Beacon und Titanium Beacons. Und auch die können rollen. Erfahrung kann rollen, Chance fallen zu lassen und Höhe vom Loot. Das heißt, wenn wir jetzt hier in Zweier gehen, wenn ich sage, ich nehme den Beacon, seht ihr schon. Hier haben wir 120% Chance bei Hard. Hier haben wir 136%. Das Einzigste ist, die haben dann auch mehr Leben, mehr Widerstände. Also es wird deutlich schwerer mit diesen Beacons. Deswegen präferiere ich diese Eisenbeacon. Die sind jetzt, wenn ihr mal guckt, Hart hat 120%, der hat 126%, 130% Leben, der hat nur 118%. Also alles in allem ist der hier besser. Höhere Drop-Chance, aber weniger Leben bei Gegner. Und so habe ich mir dann die Ressourcen zusammen. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge bauen wir unsere Standard-Container-Packages. Hier die, um ja, mehr Upgrade-Container zu farmen, um eben die Fabrik abzugraden und die Kampfes-Upgrades zu machen. Die Frage ist jetzt nur, wo mache ich Drohnen? Wahrscheinlich auch hier irgendwo, habt ihr bestimmt schon gesehen. Eine Drohne. Eine Drohne braucht Aluminium, Plastik, Kabel und Chips. Relativ teuer. Aluminium kriegen wir aus Bauxit und Kohle, davon habe ich einiges. Plastik ist Sand und Kiesel, davon habe ich auch einiges. Kupfer, Kabel, ist halt aus Kupfer. Aber Chips sind teuer. Die brauchen Kupfer, Plastik und Glas. Glas ist Sand. Also, es würde sich wahrscheinlich anbieten, Kupfer zu automatisieren. Das machen wir gerade noch zusammen. Ich ziehe hier hinten mal wieder ein Förderband in diese Richtung. Ein Grabber, der das hier einlädt. Dann brauchen wir, ich denke, einen Assembler, nehme ich an. Der das hier aufs Band legt mit einem Grabber. Guter Assembler soll mehr Kupfer machen. Kann er das? Kupfer. Okay. Dafür braucht er natürlich den Input. Einer mit und mit einem Empfänger. Brauchen wir hier Kupfer Ingots verordnen. Ja, wir haben keine Drohnen mehr. Und ich würde sagen, wir behalten 200, ja, 200 Kupfer im Bestand. Ziehen. Hier eine Drohne ab oder zwei Eisen haben wir eigentlich mittlerweile genug. Zwei Drohnen hier hin und schon werden unsere Kupferdrähte automatisiert. Genau, in der Zeit versuche ich mal schnell noch. Sind sie? Zwei Drohnen selbst herzustellen. Das heißt, ich brauche Kupfer. Ne, es dauert jetzt zu lang. Im Offline-Modus werde ich mal ein paar Drohnen herstellen. Bis zur nächsten Folge.